Hallo und willkommen bei den Guitar Nerd Tutorials. Mein Name ist Isaac und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir die Axt und lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Mein Name ist Desart und heute gibt's Maroon 5 mit Moves Like Jagger. Der Song ist mega einfach, hat nur zwei Akkorde über das komplette Ding. Also wieder mal, wir kennen ja diese vier Songs und Hit, aber das Ding ist vier Akkorde und Hit. Diesmal sind es zwei Akkorde und Hit. Was ziemlich cool hierbei ist, ist natürlich so dieses funky Feeling und der Rhythmus. Das Playback, was ihr hier hört, gibt es natürlich auf Soundcloud. Einfach mal unten auf den Link klicken, dann könnt ihr perfekt dazu mitspielen. Wir fangen einfach mal an mit, es gibt zwei Möglichkeiten. Also in der originalen Version werden halt nur diese kleinen Mini-Akkorde gespielt oder diese Ausschnitte aus Akkorden. Wir werden nochmal die richtigen Akkorde reinhauen. Das heißt praktisch, wenn jemand noch nicht so hundertprozentig fit ist hier unten, kann er trotzdem mitspielen mit den richtigen Akkorden. Oder wenn man es irgendwie alleine spielt, dann kann man natürlich sagen, ich will ein bisschen mehr Power, ich hole mir die Barré-Akkorde rein. Wir fangen an mit einem H. Eigentlich ist es ein H-Moll, aber man kann ganz cool hier ein H-Moll 7 spielen. Das heißt, Zeigefinger in den zweiten Mund A-Seite, komplett Barré. Dann bilden wir erstmal den Mollkram hier und dann machen wir den 7er draus. Ringfinger auf dem vierten Bund der D-Seite, kleiner Finger genau darunter, auf der G-Seite vierter Bund und der Mittelfinger ist es, auf den dritten Bund der H-Seite. Und wir haben ein H-Moll. Jetzt nehmen wir den kleinen Finger weg und haben einen 7er und das passt ganz cool zu diesem Funky-Feeling sozusagen. Man kann natürlich auch den Moll so normal nehmen, aber klingt einfach ein bisschen zackiger, ein bisschen frecher. Ja, das war's. Der wird, glaube ich, vier Takte gehalten. Der nächste ist der E-Moll 7. Ist eigentlich genau das gleiche. Wir verschieben praktisch unser Shape. Einfach nur hier unten auf den siebten Bund. Und haben genau das gleiche. Auch hier kann man als Alternative einfach den Moller so spielen. Oder was auch hier ganz cool ist, wenn man immer mal wieder den kleinen Finger auf den auf die Sus 4 hier packt, auf die Quarte, das heißt 10. Bund der H-Seite. Klingt auch ganz cool. Also ich würde nicht die ganze Zeit drauf packen, sondern immer mal wieder als so einen kleinen Schmankel. Also man merkt den gar nicht. Man fühlt irgendwie, oh cool, da bewegt sich was. Reicht völlig. Okay, vom Anschlag her, der Song ist eigentlich, die Gitarre macht nicht viel. Sie ist sehr, sehr staccato gespielt. Also diese ganzen Dead Notes und gibt es eigentlich gar nicht. Aber wenn man den alleine spielt, will man natürlich ein bisschen mehr Power. Hier verweise ich wieder auf den Gitarrenerd, www.gitarrenerd.de. Da zeige ich alle möglichen Rhythmen und was es da gibt, die ich hier einfach nicht erklären könnte, weil es zu lange dauert. Aber gehen wir nochmal wieder an die Basics. Die Basics sind natürlich immer wieder, dass wir hier erstmal Dead Notes haben und die einfach so schrubben. Und immer uns sagen, wir fügen irgendwo eine Note ein, die wir wollen. Nehmen wir mal an, wir würden auf der 1 und der 1 und einfach spielen und der Rest ist Dead Note. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 3 und 3 und 4. Und jetzt machen wir mal auf der 3 und noch einen Schlag. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und das passt schon ziemlich cool dazu. Also ich spiele es mal nochmal zum Backing-Track. Okay, das wäre sozusagen hier unsere kleinste Einheit in Achteln. Also Vierteln brauchen wir gar nicht spielen, weil dann ist nicht viel. 1, 2, 3, 4. Also dieses Up and Down sollte schon drin sein. Das nächste, wer der Pro ist, der macht natürlich 16. Also nicht 1 und 2 und 3 und 4, sondern 1, 4 und 2, 4 und 4. 1, 4 und 2, 4 und 3. Und dann kann man natürlich noch ein Stück cooler was machen. Also es wäre hier.
und so weiter. Also es wäre natürlich das Nächste. Und hier kann man natürlich variieren ohne Ende. Okay, das heißt, wir haben die Basic Chords. Das sind das H-Moll und das E-Moll. Machen wir als 7er. Die kann man die ganze Zeit spielen, wie man gemerkt hat. Und jetzt kommen wir zu den etwas cooleren Ausschnitten der Akkorde. Mit den Slides natürlich. Ich werde nochmal darauf eingehen, und zwar diese Slides kann man simulieren hier bei denen, indem man praktisch hier rauf hämmert die Akkorde. Das heißt, wir haben den Barré und hämmern die Zusatznoten erst praktisch so eine Millisekunde, nachdem wir gespielt haben. Also, und dann können wir dieses so ein bisschen cool simulieren. Ich zeige es nochmal ganz langsam. Also einfach anspielen. Hier braucht man natürlich ein bisschen Hornhaut, weil sonst klingt es nicht. Und es ist keine Kraft, also ich hau da nicht komplett drauf, sondern es ist wirklich, ich treffe. Und damit, man merkt schon, damit kann man echt viel Power kriegen. Also damit klingt es noch ein bisschen cooler, als wenn ich nur... Klingt auch schon cool, aber dieses... Okay, also das nochmal nebenbei, dass man praktisch das so ein bisschen cool einbauen kann in sein Spiel. Kann man auch die ganze Zeit machen. Also ich würde es natürlich nicht übertreiben. Wie immer, so einfach mal reinnehmen ist cool. Vielleicht die ganze Zeit überpowern, das klingt dann irgendwie ein bisschen stressig. So, jetzt kommen wir zu den richtigen Akkorden, die auch Maroon 5 benutzen. Und zwar funktionieren die folgendermaßen. Wir haben im 9. Bund hier der H- und der G- und der E-Seite ein kleines Barré mit dem Zeigefinger und gehen mit dem Mittelfinger auf den 10. Bund der G-Seite und dann wird geslidet. Muss man auch ein bisschen üben, weil ja, man wird es natürlich ziemlich cool machen, aber an sich anspielen und ganz locker. Vom Anschlag machen wir es auch hier relativ easy, das heißt Maroon 5 mäßig ganz wenig. Also. Das heißt, ich habe einen Downschlag beim ersten Akkord. Wenn ich hier runter slide, gehe ich nochmal praktisch, nehme ich die noch mit. Und danach gehe ich nochmal auf die, ich glaube, das ist die 2 und. Und das war's auch schon. Mehr spiele ich hier gar nicht. Klingt auch ganz cool zum Playback. Mache ich mal an. 2, 3, 4. Also ja, ist relativ wenig. Natürlich klingt es hier ein bisschen wenig, wenn einfach der Sound des Ganzen nicht da ist und der Sänger dann später, also es klingt halt ein bisschen wenig, deswegen würde ich vielleicht sogar, wenn man es alleine spielt, doch ein bisschen mehr, also was ich machen würde, wäre noch ein paar Dead Note. So ein bisschen in dieser Richtung. Kommen wir zum 2. Akkord, der ist noch leichter als der 1., also der ist ja nicht so schwer. Und zwar gehen wir in ein D, Zeigefinger auf den, also leere D-Seite, Zeigefinger auf dem 2. Bund der G, Mittelfinger hier, nee, Ringfinger auf den 3. der H und Mittelfinger hier auf der E2. Und das Ganze schieben wir erstmal hier auf den 6. Bund und vom 6. Bund wird in den 5. geslidet. Und dann fangen wir genau wieder die gleiche Phrase an. Bei diesen ganzen funky Spielen, es ist schwer zu erklären, weil vieles ist ein Feeling. Also ich benutze zum Beispiel meinen Daumen sehr oft, um hier ein bisschen auch noch abzudämpfen, wie man sieht. Also praktisch gehe mit dem hoch, um hier einfach noch ein bisschen Sound zu erzeugen. Muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Wichtig ist nur bei dem funky Kram, dass man sehr locker am Handgelenk ist. Also wirklich das hier muss locker aus der Hand gehen.
Also man merkt, dass das hier ist das Wichtigste, weil die Finger hier machen nicht so viel, also die müssen natürlich die Akkorde wechseln, aber diese das muss man synchronisieren. Zwischen hier kommt nichts. Und dann ist man schon auf einem guten Weg für dieses ganze, für den funky Kram. Okay, das war's von Moves Like Jagger. Wie gesagt, der Playback-Track auf Soundcloud, auf meinem Account. Ansonsten www.gitarrenerd ansehen. Wir werden beim nächsten Mal noch viel mehr Tracks machen. Ich freue mich schon. Also, deshalb, stay tuned.